Ja, in dem Zusammenhang will ich vielleicht noch eine Notation einführen, die dem Ganzen angemessen ist und vielleicht auch noch mal besser zum Ausdruck kriegt, was ich hier eigentlich fordere. Nicht? Also ich habe hier die Definition von gleichmäßig konvergent und da fordere ich ja für alle Epsilon soll ab einer gewissen Stelle was passieren und das, was passiert, soll halt für alle x gelten. Also dieser Abstand hier soll kleiner als Epsilon sein und zwar für alle x. Und das kann ich jetzt auch so ausdrücken, dass ich hier eine eigene Größe einführe, was nämlich kleiner sein soll als Epsilon. Nämlich für alle x soll irgendwas gelten, soll dieser Abstand kleiner als Epsilon sein. Und das kann ich auch so ausdrücken, dass das Supremum über diese Zahlen, die hier auftreten soll, kleiner ist als Epsilon. Ja, also ich will das nochmal hier hinschreiben. Das heißt, also meine Definition von der gleichmäßigen Konvergenz schreibe ich vielleicht nochmal hin. Fragt ja danach, dass für alle Epsilon größer als 0 soll es ein n in n geben, nicht? Also so eine Stelle, ab der was gilt, nicht? Sodass nämlich also für alle kleinen Indizes, die später kommen als diese Stelle, soll halt gelten, dass ja, für alle x dieses hier kleiner sein soll als Epsilon. Das kann ich auch so schreiben, dass ich von dieser Menge hier, nämlich der Zahlen von dieser Differenz, dass ich davon das Supremum über die x nehme, die ich gerade betrachte. Das heißt, ich schreibe jetzt also, statt für alle x soll die Differenz kleiner als Epsilon sein, schreibe ich hin, das Supremum von dieser Differenz, fn von x minus f von x, nicht? Und das Supremum über alle x in U. Nicht? Also das hier ist so zu verstehen, vielleicht sollte ich hier vielleicht besser noch, ja, ich schreibe es mal so hin, aber vielleicht in der Schreibweise, die wir vorher eingeführt haben, ist es hier so zu verstehen, das ist das Supremum der Menge, nicht? Wir haben ja Suprema von Mengen eingeführt, das ist das Supremum von der Menge, wenn ich diese Differenzen hier nehme, fn von x minus f von x, nicht? Und die x, die kommen jetzt alle aus U. So, ne, also das passt jetzt mit der Definition vom Supremum zusammen, die wir hatten. Wir haben das Supremum von Mengen genommen, das ist die kleinste obere Schranke. Nicht? Ja, und ich nehme jetzt als Menge, nehme ich all diese Differenzen, wobei ich mit dem x über das u laufe. Nicht? Und normalerweise schreibe ich das dann so. Also von dieser Größe hier, nicht von dieser Funktion von x, nehme ich das Supremum, wenn das x über alle u läuft. Und die Forderung an diese Größe ist, dass das kleiner als Epsilon sein soll. Ja, okay, und diese Größe hier, das ist jetzt der Abstand zwischen fn und f, aber nicht nur an der Stelle x, sondern der maximale Abstand über alle x hinweg geguckt. Und dem geben wir auch einen speziellen Namen. Das bezeichne ich nämlich als sozusagen den Abstand von der Funktion fn und der Funktion f. Nicht? Und weil das jetzt halt, es ist nicht der normale Abstand an einer gewissen Stelle, sondern das ist jetzt quasi ein Abstand für Funktionen und das bezeichne ich hier mit dem Doppelstrich. Ja. Okay, und oft mache ich hier unten noch ein Unendlich dran, weil es ja, verschiedene Abstände gibt. Ja, und okay, und sowas nennt man normalerweise eine Norm, da werden wir dann später noch genauer drüber reden. Also im Augenblick ist es einfach nur eine Bezeichnung für diesen Abstand hier. Nicht? Und dann sieht man, dass die Forderung an die gleichmäßige Konvergenz, die ist jetzt eigentlich genauso wie die Forderung an die punktweise Konvergenz. Ich muss halt nur diesen Abstand an der Stelle x durch diesen allgemeinen Abstand hier ersetzen. Also diese Norm hier nennt man auch Supremumsnorm. Ich muss also den Abstand durch die Supremumsnorm ersetzen. Also vielleicht schreibe ich das also nochmal kurz hin. Nicht? Also beachten, also erstens mal, die Aussage, dass fn von x gegen f von x konvergiert, also die punktweise Konvergenz, die kann ich auch so ausdrücken. Auch ausdrücken. Dadurch, dass der Abstand zwischen fn x und f von x gegen 0 geht. Nicht? Also das ist nämlich fn x minus f von x der Abstand gegen 0 geht. Nicht? Also zu sagen, dass fn x gegen das hier konvergiert, ist das gleiche wie zu sagen, dass der Abstand zwischen diesen beiden Größen gegen 0 geht. Nicht? Okay, und in dieser Sprache kann ich die gleichmäßige Konvergenz
Also die Tatsache, dass fn gleichmäßig gegen f konvergiert, und das schreibe ich jetzt mal so, die können wir auch analog ausdrücken. Dadurch, dass ich sage, dass die Differenz zwischen der Funktion fn und der Funktion f auch gegen 0 geht, aber die Differenz messe ich jetzt halt durch da oben durch diese Supremumsnorm. Das heißt, das können wir also so ausdrücken, dass ich sage, fn minus f, die unendlich Norm geht, gegen 0. Und hier nehme ich natürlich immer den Limes, wenn n gegen unendlich geht. Und das hier, diese Norm hier, das ist einfach eine Zahl. Das heißt, ich habe hier auch die gleichmäßige Konvergenz auf Konvergenz von Zahlen zurückgeführt. Ich messe den Abstand zwischen zwei Funktionen, aber ich nehme da das Supremum über den Abstand über alle Funktionswerte. Also vielleicht schreibe ich das nochmal genauer hin, weil da oben habe ich es ja für die Differenz geschrieben, aber diese Norm ist wirklich eine Größe von einer Funktion. Okay, also einfach für eine Funktion von u nach r. Definieren wir einfach die Norm oder die Supremumsnorm oder die unendliche Norm von dieser Funktion. Das ist also eine Zahl, die ich dieser Funktion zuordne. Und das ist das Supremum über die Beträge von g von x, wobei ich mit dem x den ganzen Definitionsbereich meiner Funktion durchlaufe. Ja? Okay, und das ist jetzt quasi eine Größe, eine Zahl, die ich meiner Funktion zuordnen kann. Mithilfe von dieser Größe kann ich dann auch die Konvergenz, die gleichmäßige Konvergenz von Funktionen beschreiben. Ja, okay. Und also im Prinzip ersetze ich den Betrag von f von x durch die Norm von f. Und wenn ich der Betrag von f von x, der erlaubt mir halt an der Stelle x die Funktion zu kontrollieren, während diese Norm hier, die erlaubt mir halt eine gleichmäßige Kontrolle der Funktion über den ganzen Definitionsbereich hinweg. Ja, ist wieder ein Fall, wo ich sehr viel Information wegschmeiße. Ja, das heißt, wenn ich hier eine Funktion g habe, na, sagen wir, die sieht irgendwie so aus, auf meinem Definitionsbereich, in dieser Norm hier, da gucke ich mir nur das Supremum an über die Beträge, also wenn das hier mein Intervall u ist, dann ist die Norm, ist dann einfach der Betrag vom größten Funktionswert. Das ist dann einfach das hier. Also die Norm von g ist dann einfach diese Größe hier. Und dass das g diese Norm hat, heißt dann, dass diese Funktion zwischen Plus und Minus g liegt. So, also das hier ist g, das hier ist Minus Betrag von g. Ja, und die Tatsache, dass g diese Norm hat, das heißt halt, das Einzige, was ich jetzt berücksichtige über die Funktion, ist, dass sie hier dazwischen liegt. Wie sie da genau dazwischen aussieht, das vernachlässige ich. Weil ich hier das Supremum über alle x-Werte nehme. Die Informationen über die einzelnen x-Werte schmeiße ich weg und ich behalte nur sehr wenige Informationen, aber das ist Information, die wirklich für diese gleichmäßige Konvergenz wichtig ist. Und natürlich brauche ich die auch für die Differenz von meinen Funktionen. Also wenn fn gegen f konvergiert, brauche ich natürlich nicht nur die Norm von fn, sondern ich muss die Differenz angucken. Aber da gucke ich mir nur die Suprema drüber an. Ja, und damit kann ich dann gleichmäßig das Verhalten von diesen Funktionen auf dem ganzen Intervall kontrollieren.